herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge. Ja, heute mit der Tagesqualität Vertrauen habe ich eine Überraschung für euch. Ich habe einen Studiogast heute hier in der Jurte und das ist der berühmt-berüchtigte Mimo Prami Swami Florian Keindl an der Gitarre, der zu Beginn unserer Geschichte heute mit mir gemeinsam eine Akustik-Live-Version des Songs I Was darbieten wird. Da wären wir beim Tagesthema Vertrauen. Wenn ich vertraue, dann brauche ich keine Sicherheit mehr. Dann vertraue ich in den Fluss des Lebens. Dann war sie in Wahrheit gar nichts mehr, sondern Gespür. Und was das für unsere Geschichte bedeutet, was unsere Lisa heute damit erlebt, die lebendige Liebe auf Entdeckungsreise, werdet ihr direkt nach unserem Lied erfahren. Viel Spaß mit der Tagesqualität Vertrauen. Ich weiß, ich spür's klar. Ich weiß, das ist so eine Geschichte. Ich weiß, dass ich gar nichts weiß und da schau ich dein Gesicht. Da, 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 da. Ich weiß, du bist da. Ich spür's klar. Ich weiß, das ist so eine Geschichte. Ich weiß, dass ich gar nichts weiß und da schau ich dein Gesicht. Da, 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 di, di, da. Da, 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 di, da. Und ich bin da in dir. Ich bin ganz hier. Und ich weiß, das ist so eine Geschichte. Ich weiß, dass ich gar nichts weiß und da schau ich dein Gesicht. Da, 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 di, da. Da, 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 di, da. Mit Flips hatte ich den besten Reiseführer, den ich mir vorstellen konnte. Niemand kannte den Weltraumverkehr so gut wie er. Denn er war ein Weltenwanderer, ein Formenwandler, ein Harmoniegesandter. Ich liebe die Klänge, die Herzensgesänge. Seine Sprache war äußerst kunstvoll. Manchmal reimte er, manchmal sang er. Manchmal sprach er in poetischen Sinnbildern, sodass ich nicht alles von dem, was er sagte, sogleich verstand. Mein Herz jedoch bei jedem Wort, das seinen Mund verließ, vor Freude hüpfte. Flips erzählte mir vielerlei Geschichten aus aller Herren Länder. Er erzählte vom Leben auf der Erde und dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens einfach vergessen, dass sie aus Liebe gemacht sind. Er erzählte vom Echtland, dem Land der Sterne, in dem glücklicherweise jeden Tag Milliarden verschiedenster Weltraumwesen zusammenkamen, um miteinander für die Liebe zu singen.
Während er angeregt plauderte, schaffte er es immer noch mühelos Meteoritenschauern sowie plötzlich erscheinenden Wurmlöchern gekonnt auszuweichen, was ihn zu einem äußerst vertrauenswürdigen Reiseführer machte. »Hallo!« riefen mir die verschiedenen Weltraumbewohner zu. »Komm, Liebe, setz dich zu uns! Spiel mit uns!« Vertrauen sollte Recht behalten. Den Namen Lisa brauchte ich tatsächlich nur auf der Erde. In den Weiten des Alls war ich bestens bekannt. Die Voizania luden mich zu einer Runde Verstecken ein. Eine lustige Wahl, wenn man bedachte, dass diese in den Voids, den Leerräumen des Universums, zu Hause waren und es dort ja gar nichts gab, wohinter man sich hätte verstecken können. Besonderen Spaß machte mir das grüne Glibberwerfen mit den Ovoidanern. Ein lustiges Volk. Ovoidaner bedeutet übersetzt kleines, eiförmiges Männlein. Hättet ihr sie gesehen, wäre die erste Frage, die euch in den Sinn gekommen wäre, sicherlich auch die gewesen, die ich mir gestellt habe. Was für einem Zweck dienen tausende kleine, eiförmige, grüne Glibbermännchen, die sich in Statur und Verhalten wie ein Ei dem anderen gleichen? Wenn einer hüpfte, hüpften alle. Wenn einer lachte, lachten alle. Genau gleichzeitig, in derselben Tonlage, mit demselben Gesichtsausdruck. Nach meinem ersten, wie ich später erfuhr, rekordverdächtigen Glibberhaufenwurf sollte ich meine Antwort erhalten. Yay! Jubelte es plötzlich aus mehreren tausenden Ovoidaner-Mündern, nachdem der erste Glibberhaufen meine wurfsichere Linke verlassen hatte. Die Herde der Minimännchen setzte zum Sprung an. Alle rissen haargenau gleichzeitig die kleinen Ärmchen nach oben in die Luft. Auf das ohrenbetäubende Husch folgte ein lautes Bumm bei der Landung und mehrere tausende Ovoidaner waren sich einig. Toller Wurfe! Ich blickte dem Glibberhaufen hinterher, doch zu meinem Erstaunen machte dieser kehrt und flog prompt in eine ganz andere Richtung als erwartet. Oje, Vorsicht da vorne! Meinen Warnruf hörte der alte Komet, der mehrere Lichtjahre von uns entfernt seine Bahn in der Milchstraßengalaxie zog, natürlich nicht. Keine Gründe zur Sorge, versuchten mich tausend Ovoidaner-Stimmen zu beruhigen. Der grüne Glibber findet seine Ziel immer genau dorthin, wo er etwas bewegen soll. Etwas, das am Ende Gute für uns alle ist. Ihr meint, der Glibber weiß, dass er in den nichtsahnenden Kometen fliegen wird und dass daraus auch noch etwas Gutes entsteht? Die Ovoidaner nickten, alle gleichzeitig. Genau. Deshalb macht es ja so großen Spaß. Wir können nie etwas falsch machen. Egal, wohin wir werfen. Wir vertrauen der Intelligenz des Ovoids. Was der Glibber bewirkt, habt ihr euch aber nie aus der Nähe angesehen, stimmt's? Tausende Ovoidaner schüttelten ihre Eierköpfe. Dann werde ich das tun. Mein Herz hüpfte vor Freude. Noch ein Abenteuer, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Aufgeregt verabschiedete ich mich von meinen neuen Freunden und bekam zum Abschied ein ovoidastisches Geschenk überreicht. Einen weiteren grünen Glibberhaufen. Wir wünschen dir alles Gute auf deiner Reise, Lisa. Lebendige Liebe auf Entdeckungsreise. Danke, ich werde euch im Herzen tragen. Ich strahlte über das ganze Gesicht und sah tausend grüne Ärmchen zum Abschied hin und her winken, als Flips uns weiter Richtung Milchstraßengalaxie zog.